Was Hippies nicht wussten. Liebe Brigitte, ich habe deine E-Mail bekommen und ich erlaube mir per Videobotschaft zu antworten, denn ich glaube, dass diese Überlegungen für uns alle sehr interessant sein könnten. Und wie immer geht es nicht um meine Meinung, sondern es geht darum, dass wir uns vernetzen, dass wir bewusster werden und jeder kann oder soll seinen Senf dazugeben, per YouTube, per Forum, per E-Mail, wie auch immer. Was soll dieser Titel bedeuten, was die Hippies nicht wussten? Du hast ja in deiner E-Mail gefragt, dass es ja schon einmal diese Zeit gab der freien Liebe, der Aufgeklärtheit, dieses Open-Minded-Denkens, nämlich in der Hippie-Bewegung, und dass diese Bewegung auch zum Scheitern verurteilt war. Und nun könnte man sagen, jetzt haben also das Lager der, nennen wir es, der Aristokraten oder der Bürokraten oder egal wie du, welche Worthülse du für die Manager mit ihren Krawatten verwenden möchtest. Es geht ja um Bilder in unseren Köpfen. Wir haben ja eigentlich so zwei große Lager. Wir haben also jene, die sagen, ja, man muss arbeiten und nur Arbeit ist das Richtige und diese Faulpelze leben auf Kosten von anderen. Und dann gibt es die Gruppe, die sagt, naja, Leute, wir leben ja nicht nur um zu arbeiten, das Leben besteht aus mehr und man muss das Leben auch genießen. Beide Gruppen haben Recht. Wie ist das nun gemeint? Beide Gruppen haben Recht. Dazu muss man sich ein bisschen mit unserer Bildung beschäftigen. Ich habe vor längerem schon ein Video gemacht bezüglich Schulsystem. Und es ist so, dass wenn man sich also mit der Bildung an sich beschäftigt oder wie unser Denken funktioniert, dann erkennt man, dass der Mensch eigentlich keine Schule oder keine Ausbildung benötigt. Wie ist das gemeint? Jeder Mensch wird mit Interesse geboren. Jeder Mensch möchte wissen, die Neugier des kleinen Kindes. Und irgendwann kommt dann eine Phase im Leben des Menschen, wo er sich Angst vor Neuem aneignet. Man nennt es den Neophobismus. Dieser Neophobismus wird uns in der Schule angelernt, das wissen viele nicht, denn in der Schule ist alles, was neu ist, immer mit einem schlechten Gefühl verbunden. Die neue Schularbeit, der neue Stoff, der neue Test. Und das führt dazu, dass viele Menschen, wenn sie dann erwachsen sind und man sagt ihnen, erst du fahr mal auf einen neuen Urlaubsort, und na, fahr mal nach Italien, da fahr ich eh schon immer hin. Obwohl sie dann meistens mit solchen Gesichtern auf diesem Urlaubsort sitzen. Wieso erwähne ich das oder wieso gehe ich da kurz auf das ein? Bei der Erziehung der Kinder ging es noch nie um die Kinder, sondern es geht immer darum, dass die Gesellschaft Interessen in den Kindern verwirklicht. Im alten Rom ging es darum, um aus den Kindern gute Römer zu machen. Und jeder erzog sein Kind mit Schwert und Schwert. Das wäre heute völlig abstrus. Heute bringen wir den Kindern bei, wie sie gegeneinander arbeiten können, ja, wie sie in einem 8-to-5-Job parieren nach Zeit. Und da gibt es schon viele, viele Köpfe, die sich dazu sehr kritisch geäußert haben. Ein ganz ein bekannter John Taylor in seinem Buch Dumping Us Down, er war Lehrer und Soziologe im 18. Jahrhundert, beschreibt eben, was zum Beispiel die Schulglocke aus den Kindern macht, dass sie völlig aus dem Jetzt gerissen werden. Also wenn sie mit Aufmerksamkeit und Freude an etwas arbeiten und dann läutet es, müssen sie es fallen lassen. Oder sie müssen, wenn es läutet, sofort konzentriert sein. Und all diese Dinge sind also bekannt und führen dazu, dass wir die angeborene Gabe, die Menschen haben, völlig zerstören. Es gibt viele bekannte Ausnahmen, man kann das auch im Internet, auf YouTube sich anschauen, die durch dieses System gefallen sind. Zum Beispiel Leonardo da Vinci, der war ein unehelicher Sohn, sein Vater war Anwalt und als Bastard durfte er damals nicht in eine Schule gehen und so wuchs er alleine auf, vor allem in der Natur, in Wäldern und konnte dort beobachten, Vögel beobachten, zeichnete Vögel und wurde dann zu
einem Genie hochstilisiert. In Wirklichkeit war er kein Genie, sondern er fiel durch die Maschen der damaligen Bildungspolitik und konnte so seine Gabe völlig ausüben. Na gut, und jetzt könnte man sich fragen, ja, was hat das mit dem Hippies zu tun und was hat das mit diesen beiden Polen zu tun? Wir haben ja gesagt, dass, wie es scheint, gibt es zwei Pole. Die einen, die die Arbeit vertreten und die argumentieren, die sagen, ohne Arbeit kein Leben. Und dann die, die sagen, hey, wir leben ja nicht nur, um zu arbeiten. Und wir haben auch festgestellt, dass beide Recht haben. Und wie ist das nun gemeint? Zuerst einmal, Leben bedeutet Arbeit. Das sehen wir in der Natur. Das Eichhörnchen würde nicht überleben, wenn es nicht immer wieder seine Nüsse vergraben würde, wenn Vögel nicht immer wieder ihre Nester bauen würden. Das heißt, wie scheint, bedeutet Leben Arbeit. Aber keiner dieser Tiere denkt über diese Arbeit nach. Sie tun es einfach, wie wenn es vor den Füßen liegen würde und das Natürlichste vom Natürlichsten wäre. Könnte es sein, dass einige Menschen durch Zufall, durch Glück, durch dieses Bildungssystem hindurchrieseln oder dass einige Menschen genau das machen dürfen, wenn ich als meine Gabe, mit der ich geboren werde, Arzt zu sein, dann wirklich Arzt werde, dann mache ich es mit Liebe. Diese Menschen, und ich möchte betonen, das hat jetzt nichts mit der Ausbildung zu tun. Ich habe vor kurzem einen Schlosser kennengelernt und der konnte mir wunderbare Geschichten erzählen, zum Beispiel über Gewindeschrauben. Und ja, und da kann man dann diesen Winkel und das Gewinde kann man aufrauen und. Und das war so faszinierend und ich merkte, der macht sein Handwerk mit Liebe. Und stellen Sie sich vor, so einen Schlosser hat man als Angestellten in einer Autofabrik. Der wird nie wieder einen Urlaub machen wollen oder der wird Wochenenden nicht kennen, weil der wird mit Liebe arbeiten. Diese Gruppe von Menschen, die wird natürlich über Arbeit ganz anders argumentieren und die Arbeit ganz anders bewerten als jemand, der vielleicht als, ich sage jetzt einmal, Bauer geboren wurde und dann als Automechaniker endet. Für den wird die Arbeit eine Qual und Frust sein. Und wenn dann diese beiden aufeinandertreffen, dann werden sie natürlich das Wort Arbeit und die Gefühle damit ganz anders beurteilen und bewerten. Und was die Hippies damals nicht wussten, dass sie diesem Phänomen auf den Grund gegangen sind. Denn eines muss man natürlich auch festhalten, es hatte einen Grund, wieso die Hippie-Bewegung vor allem in Amerika losgetreten wurde. Das war das Land, welches als Weltmacht die anderen Länder am stärksten ausgebeutet hat, so den eigenen Bürgern viele Freiräume bieten konnte und dass dann ein Hippie mit seinem Bus in Kalifornien beim Sonnenuntergang bei beleuchteten Straßen, asphaltierten Straßen sitzen durfte, war auf dem Leid viele anderer Menschen aufgebaut. Und natürlich machten das die Hippies nicht absichtlich oder in böser Absicht. Schlechte Taten passieren meistens oder fast immer aus Unbewusstheit, aus Unwissen. Auch der absichtlich einem anderen eine reinhaut, der weiß ja nur noch nicht, dass es ihm nachher viel schlechter gehen wird, dass ihn das plagen wird und dass diese schlechte Tat, Leid verursacht Leid, Gutes verursacht Gutes. Der ist sich dessen noch nicht bewusst. Es gibt auf YouTube recht interessante Videos über Sicherheitsgefängnisse und über Gefängnisse von Serienmördern und. Und da gibt es sehr viele, die dann sagen, wissen Sie, was das Schlimmste ist? Dass ich so viel Zeit habe zum Nachdenken und dass ich mit meiner Tat leben muss. Das ist eigentlich das Schlimmste. Und jeder von uns kennt das oder kann das auch einmal ausprobieren. Machen Sie mal was Gutes. Und das kann nur, da reicht es, lassen Sie den Vordermann einmal einordnen beim Autofahren. Oder nehmen Sie ihm die Vorfahrt und achten Sie dann auf Ihr Gefühl, das Sie haben. Und Sie werden merken, diese Regel bestätigt sich. Gutes erzeugt Gutes, Leid erzeugt Leid. Das heißt, was wir uns heute bewusst machen müssen ist, wenn wir über die Arbeit reden,
Es gibt ganz wenige Menschen, die haben das Glück gehabt, dass sie durch ein verrücktes Bildungssystem gefallen sind und dadurch ihre Gabe zum Beruf machen konnten. Diese Menschen machen dann die Arbeit mit Liebe und arbeiten keinen Tag mehr, weil für die fühlt es sich nicht mehr so an. Sie machen es einfach, was vor den Füßen liegt. Und diejenigen, die von diesem System oder die nicht so viel Glück hatten oder halt von diesem System, ich sage mal, niedergepudert wurden, die empfinden die Arbeit natürlich als Qual und auch als unfair. Und ich sage immer auch bei uns zu unseren Kollegen im Dentapote, ich sage immer, Leute, ich weiß, dass ich euch ausbeute. Wir müssen irgendwie das Vernünftigste daraus machen. Und wir leben gerade in einer Generation des Umbruches. Und da ist es halt wichtig, dass man irgendwie Wege sucht, wie man diesen Umbruchweg auch bestreitet. Dass sich dessen viele Menschen nicht bewusst sind oder viele sich nicht sagen trauen, dass die Arbeit eine Qual ist, das muss man auch als Arbeitgeber akzeptieren. Wie meine ich das? Ich hatte jetzt im Sommer einen Umbau, eine Grundsanierung, 4 Monate lang, und die Orde war geschlossen und die Angestellten waren zu Hause. Und gegen Ende, wie die Orde dann fertig war, als wir uns wieder trafen, dann kamen die Kollegen und sagten, alle, du, ich freue mich schon so, ja, ist so super, die Arbeit ist leibend. Und ich habe dann gesagt, du verwechselst euer Gefühl der Freude, dass jetzt wieder Abwechslung kommt, nicht mit Freude auf die Arbeit. Und die Kollegen schauten mich an und so, wie meinst du das? Und nein, und das ist nicht wahr, mir gefällt die Arbeit. Und ich habe dann gesagt, du, wir haben jetzt 4 Monate Umbau gehabt und in diesen 4 Monaten wart ihr nicht einen Tag da. Ich war jeden Tag da. Und das war ich deswegen, weil ich das, was ich dort mache, liebe, weil das einfach mir nicht wie Arbeit vorkam. Das, was man gerne macht, das macht man, ohne darüber nachzudenken. Und da begannen sie dann plötzlich, ihre eigene Einstellung ein bisschen zu überdenken, denn sie kennen das ja. Wenn sie etwas gerne machen oder mit Liebe machen, dann denken sie nicht nach, ob Wochenende ist oder ob jetzt Urlaub ansteht. Sie machen es einfach. Ja, das kann jetzt Sport sein, das kann sich Schminken sein, egal was. Das machen sie einfach mit einer Freude, mit einer Hingabe. Die Zeit verrinnt und man denkt gar nicht über die Zeit nach. Und dort muss sich die Gesellschaft hinentwickeln, dass der Mensch, dass wir dem Menschen die Freiräume geben, dass er seine Gabe entwickeln kann, weil so trägt er dann eine wichtige Funktion der Gesellschaft bei und er wird es gar nicht als Arbeit empfinden. Und was wir jetzt gerade erleben, wir sind am Ende einer Hochkultur, dass viele Menschen das ausleben durften und natürlich von ihrem Standpunkt dann argumentieren. Und die anderen, die versklavt sind, die teilweise auch manchmal das Gefühl haben, sich zu freuen auf die Arbeit und es aber gar nicht wissen, dass das nicht ihre Gabe ist, die argumentieren dann natürlich wieder ganz anders. Und so ergibt vielleicht jetzt dieser Satz, was die Hippies nicht wussten, einen Sinn. Und jetzt weißt du vielleicht, Birgit, auch, wieso diese Bewegung an sich ja gut und richtig war, wieso aber diese beiden Standpunkte da gegeneinander stießen. In diesem Sinne, alles Liebe.